Während unseres Aufenthalts auf der Insel Ischia unternehmen wir einen Schiffsausflug nach Capri. Im Gegensatz zu Ischia mit seinen Thermalquellen hat die Insel Capri keinen vulkanischen Ursprung. Die aus Kalkstein bestehende Insel besitzt aber großartige Naturschönheiten, die unzählige Touristen aus aller Welt anlocken. Um die Sehenswürdigkeiten Capris kennenzulernen, benötigen wir einen ganzen Tag. Deshalb beginnt die Fahrt schon vor Sonnenaufgang. Die Schiffsreise nach Capri gehört zu den Ausflügen, die sich kaum ein Ischia-Urlauber entgehen lässt. Täglich fahren Ausflugsboote von Ischia zur 36 Kilometer entfernt liegenden Insel Capri hinüber. Schon während der Einfahrt in den Hafen Marina Grande eröffnet sich ein wunderschöner Blick auf das mächtige Kalksteinmassiv und die bunten Häuser am Ufer. Mit 10 Quadratkilometern Ausdehnung ist Capri viermal kleiner als Ischia. Die Bewohner der Insel verteilen sich auf die beiden Orte Capri und Anacapri. Die vielgerühmte Einsamkeit, die früher einmal über der Insel lag, gibt es längst nicht mehr. Die Besucher, die täglich von den Ausflugsbooten ausgespuckt werden, gehen in die Tausende. Daran muss man sich während des Aufenthalts auf der Insel erst gewöhnen. Das oberhalb des Hafens liegende Zentrum von Capri ist mit einer Standseilbahn verbunden. Wir nutzen diese Möglichkeit und fahren bis zur Endstation an der Piazza Umberto. Während der Auffahrt eröffnen sich wunderschöne Ausblicke auf das Meer und die faszinierende Felsenlandschaft. Die rote Fahne der Fremdenführerin soll das Erkennungszeichen für unsere Reisegruppe sein. Bei diesem Gedränge darf kein Schäfchen der Herde verloren gehen. Das Zentrum besteht aus einem Gewirr von gepflegten Häusern und sauberen Gassen. Der Bereich um die Piazza Umberto ist die teuerste Einkaufsmeile auf Capri. Im Laufe der Zeit haben sich hier zahlreiche Sternehotels bis hin zum Luxuspalast Quisisana etabliert. Ein Spaziergang führt uns zu den Augustusgärten, die einst von Kaiser Augustus angelegt wurden. Zahlreiche Prominente dieser Welt haben sich hier niedergelassen oder längere Zeit auf Capri gewohnt. So auch der deutsche Unternehmer Friedrich Alfred Grupp. Die spektakulären Villen auf den Steilhängen gehören zu den exklusivsten und teuersten Wohnlagen der Insel. Nach dem Durchschreiten der Augustusgärten erreichen wir einen Aussichtspunkt, der einen herrlichen Blick auf die Steilküste ermöglicht. Zur Hauptattraktion gehören die Faraglioni-Felsen, die wie Zuckerhüte aus dem Meer ragen. Diese spitzen Felsen, die das Wahrzeichen der faszinierenden Insel bilden, sind ein beliebtes Fotomotiv. Hochzeit auf Italienisch. Was kann romantischer sein als eine kirchliche Trauung auf der Trauminsel Capri? Tradition und Brauchtum werden auch auf Capri gepflegt. Da ist es kein Wunder, wenn das Hochzeitspaar auf dem Kirchplatz mit einer Prozedur der besonderen Art begrüßt wird.
Das Bewerfen mit Reiskörnern soll dem neu vermählten Paar Glück und Reichtum bescheren. Der Ort Anacapri liegt 275 Meter über dem Meeresspiegel und war früher nur über eine steile Treppe mit über 500 Stufen erreichbar. Heute kann man auch einen Bus benutzen, der vom Hafen Marina Grande über eine Serpentinenstraße nach Anacapri fährt. Beim Befahren dieser spektakulären und kurvenreichen Straße müssen die Busfahrer all ihr Können unter Beweis stellen und das zentimetergenaue Manövrieren beherrschen. Zügig geht es die enge Straße bergauf. An jeder Kurve gibt es neue Überraschungen. Die ängstlichen Gesichter der Fahrgäste scheinen dem Busfahrer Spaß zu machen. Sein rasanter Fahrstil zeigt aber, dass er zu den besten Buslenkern der Insel gehört. Teilweise führt die Straße in schwindelerregender Höhe an der Felswand entlang. Ein nicht gerade vertrauenswürdiges, einfaches Geländer dient als Sicherung und soll die Autos vor dem Absturz in die Tiefe bewahren. Anacapri, 275 Meter über dem Meer gelegen, ist schon wegen seiner Lage ein bezaubernder Ort. Der faszinierende Ausblick von den steil aufragenden Felsklippen begeistert jeden Besucher. Von den Laubengängen, die an den Klippen entlang führen, eröffnet sich ein wunderschöner Panoramablick auf den Golf von Neapel. Kein Besucher sollte sich diesen Spaziergang durch die Säulenarkaden entgehen lassen. Von dieser Stelle kann man die Insel mit dem Ort Capri und dem Hafen Marina Grande gut überblicken. Auch wenn uns nur noch wenig Zeit bleibt, die Fahrt auf den höchsten Berg der Insel wollen wir nicht versäumen. Wir nutzen den Sessellift, der von der Piazza Vittoria bis zum 589 Meter hohen Gipfel des Monte Solare führt. Auf den Aussichtsterrassen des Monte Solaro erblicken wir noch einmal die vom Meer umspülten Faraglioni-Felsen. Der ästhetische Anblick dieser Felskegel ist so reizvoll, dass sie zu Recht als Wahrzeichen der Insel Capri bezeichnet werden. Die außergewöhnliche Schönheit Capris begeisterte schon altrömische Kaiser. Nicht ohne Grund tauschte Augustus die Nachbarinsel Ischia gegen Capri ein. Sein Nachfolger Kaiser Tiberius verlegte sogar seine Residenz von Rom auf die Insel und regierte von dort bis zu seinem Tod. Die Fahrt auf den Monte Solaro ist wohl der friedlichste Augenblick des ganzen Tages und ein würdiger Abschluss unseres Ausflugs. Die Naturschönheiten der Insel Capri werden uns in Erinnerung bleiben.
es nur ein Tagesausflug war. Die Schiffsreise von Ischia nach Capri lohnt sich allemal. Dieser Ausflug nach Capri wird mit oder ohne Führungen angeboten. Reisende, die Capri noch nicht kennen und nur einen Tag auf der Insel verweilen, sollten den geführten Ausflug wählen.